Heute zeige ich euch, wie ich einen quer durch den Garten Gemüseeintopf mache. Ja, tatsächlich, der heißt wirklich so. Das habe nicht ich erfunden. Aber ihn macht jeder anders und ich habe natürlich wieder so meine speziellen Zutaten. Ich bin Kalle und ihr seid bei Cookst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier mal ein Schnellüberblick über die Zutaten und ihr seht, ich habe ein Glas eingekochte Karotten und ein Glas eingekochte Kartoffeln dabei. Wie ihr ja bereits wisst, bin ich ein Fan von Bevorratung und koche sehr viel selber ein. Und gerade für Suppen und Eintöpfe ist das natürlich hervorragend geeignet. Suppen und Eintöpfe schmecken ja so oder so erst so richtig gut, wenn sie das zweite oder dritte Mal sogar aufgewärmt wurden. Eingekochtes Gemüse oder auch Kartoffeln sind also hervorragend geeignet für Eintöpfe. Und los geht's! Alle Zutaten werden jetzt erstmal in mundgerechte Stücke geschnitten. Die Karotten im Glas sind bereits in mundgerechte Stücke geschnitten, aber die Kartoffeln sollten schon noch etwas kleiner geschnitten werden, denn die habe ich wie Salzkartoffeln so groß geschnitten. Und dann eingekocht. So große Kartoffeln machen sich in so einer Gemüsesuppe eigentlich nicht so gut. In einem heißen Topf wird das Butterschmalz zerlassen. Im Übrigen hier oben in diesem Video könnt ihr sehen, wie ihr Butterschmalz selber machen könnt. In dem heißen Butterschmalz werden die Zwiebeln glasig gedünstet. Es macht auch nichts, wenn sie ein wenig Farbe annehmen. Da die Karotten und die Kartoffeln ja schon vorgekocht, also auch vorgegart sind, kommen jetzt als nächstes mal die rohen Zutaten dazu. Also die in mundgerechte Stücke geschnittenen Paprika und die ebenfalls in mundgerechte Stücke geschnittenen Bohnen. Und da die ja nicht braten, sondern kochen sollen, kommt jetzt als nächstes das Wasser dazu. Ihr könnt natürlich auch gleich fertige Instant-Gemüsebrühe oder selbstgemachte Gemüsebrühe hinzufügen. Ich habe meine Gemüsebrühe-Paste dran gemacht. Und noch ein Video. Hier oben geht's zu meiner selbstgemachten Gemüsebrühe-Paste. Also rein damit und alles gut verrühren. Dann Deckel drauf und jetzt darf alles 20 Minuten lang köcheln. Da fehlen natürlich noch ein paar Gewürze. Ich habe mich für Bohnen, Kraut und Kümmel entschieden. Und dann kommt auch schon das ebenfalls in mundgerechte Stücke geschnittene Kassler dazu. Deckel drauf und weitere 20 Minuten köcheln lassen. Schaut mal, sieht das nicht jetzt schon lecker aus? Aber es fehlen ja noch die Karotten und die Kartoffeln. Und die werden jetzt nach und nach hinzugefügt. Und dann darf der Eintopf nochmal 10 Minuten lang schmurgeln, bis dann alles richtig heiß ist. Und dann heißt es anrichten und schmecken lassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.